Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, was vielleicht einen sehr krassen Titel hat. Und zwar ist ja der Titel, warum du dich nicht trennen solltest. Das ist jetzt gar nicht an eine bestimmte Person gerichtet, aber es kam aus einem Coaching. Also ich hatte letztens ein Coaching-Gespräch und die eigentliche Frage dieses Coaching-Gesprächs war, soll ich mich von meinem Partner trennen oder nicht? Und im Laufe des Gesprächs kam heraus, dass das eigentlich gar nicht das wahre Problem ist, nämlich die Frage, soll ich mich trennen oder nicht, sondern das eigentliche Problem war im Grunde, dass sie nicht wusste, wer sie ist. Dass sie nicht wusste, wer ist sie als Person, wo möchte sie im Leben mal hin, was sind ihre Werte, was will sie eigentlich? Also es kam dieser erste Aha-Effekt bei ihr, als wir eine Werteübung gemacht haben und herausgefunden haben, was sind eigentlich ihre Werte, nach welchen Werten möchte sie leben? Und nach diese Werte, die schreien eigentlich gerade nach dieser Beziehung zu ihrem Partner. Aber da war auch sehr in ihrem, was sie so erzählt hat, der Drang nach Freiheit. Und ich möchte gern dies, das und jenes. Aber es war noch so ein bisschen schwammig. Und deswegen möchte ich dieses Video gerne nutzen. Manchmal ist gar nicht die Beziehung schuld oder die Frage ist, soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen, sondern der eigentliche Weg ist erstmal herauszufinden, wer bin ich und was will ich eigentlich vom Leben? Und dann, wenn du diese Fragen geklärt hast, kannst du sehen, komme ich da mit meinem Partner hin? Oder sollte ich mich vielleicht doch trennen? Also es kann schon sein, dass diese Frage immer noch im Raum steht und es dann immer noch im Raum steht, ob es besser wäre, sich zu trennen oder nicht. Aber erstmal vielleicht sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und erstmal zu schauen, wer bin ich, was will ich eigentlich? Weil wenn man da so unsicher ist, kann man das A, nicht richtig seinem Partner kommunizieren. Das heißt, der kann auf deine Bedürfnisse gar nicht richtig eingehen, weil er die nicht kennt, weil du sie nicht kennst. Und wenn man so mit sich im Zwiespalt ist und unsicher ist, dann ist man natürlich auch so in Unbruchsstimmung. Ja? Also so wie mein Leben gerade ist, ist es doof. Also trenne ich mich. Aber vielleicht müsstest du dich gar nicht trennen, sondern erst mal herausfinden, wer du bist und mit dir selbst ins Reine kommen. Und darum soll es eigentlich in diesem Video gehen, wie du dich selbst kennenlernen kannst, wie du herausfinden kannst, wer du bist. Und an dieses Video anschließen werde ich eine Themenreihe auch bei WhatsApp. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, wenn du da mehr Input haben möchtest, dann melde dich gerne bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen an. Den Link dazu findest du unten in der Infobox und dort wird es dann morgen losgehen und da wird es den Rest der Woche Übungen geben, was ihr ganz konkret tun könnt, um euch selbst besser kennenzulernen. Und wir werden da auch diese Werteübung machen, die ich auch mit der lieben Mama in dem Coaching gemacht habe, die wirklich sehr, 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 sehr schön war. Aber wir werden da auch noch ganz viele andere Dinge tun, wo ich euch sage, was ihr tun könnt, um euch selbst und eure Bedürfnisse kennenzulernen. Weil viele von uns gehen diesen Schritt gar nicht, sich selbst eigentlich erstmal kennenzulernen. Ich selbst bin ja auch erst vor ein paar Jahren dahin gekommen, dass ich mich selbst erstmal angefangen habe kennenzulernen. Und das ist so schön, wenn man sich selbst mal kennenlernt. Das ist wirklich so blöd, das manchmal klingt, aber da entsteht eine echt tolle Beziehung. Und dieses erstmal die Schuld im Partner zu suchen, ist vielleicht auch was völlig Normales. Aber wie gesagt, dein Partner kann dir nicht weiterhelfen, wenn du eigentlich gar nicht weißt, was deine Wünsche sind, wer du eigentlich bist. Also da hilft es dann meistens auch gar nichts, wenn man sich trennt, weil man dann genauso unglücklich ist und auf der Stelle steht, weil man ja nicht weiß, wo man hin will und wer man ist. Und dann wird es auch meistens mit einem neuen Partner gar nicht besser, weil die Probleme immer noch da sind. Es sind immer noch dieselben Probleme, dass du nicht weißt, wo du hin willst, wer du bist, was deine Bedürfnisse, was deine Werte sind. Das wird nicht besser, wenn du dich trennst, wenn du alleine bist und es wird auch nicht mit einem neuen Partner besser. Deswegen da wirklich der erste Schritt, erstmal zu gucken, was sind deine Werte. Und was sagen dir dann diese Werte im Hinblick auf deine Beziehung, auf dein Leben, auf deine Entscheidungen? Also diese Werte dann auch wirklich einbeziehen in Entscheidungen, die du triffst. Und die sagen dir ganz, ganz viel, wenn du deine Werte erstmal kennst, also wir brechen das dann auf drei Top-Werte runter, wenn du deine Werte dann erstmal kennst, hilft dir das unglaublich, um später dann Entscheidungen treffen zu können. Also es ist eine unglaublich gute Entscheidungshilfe. Und dann lern dich halt wirklich kennen. Also was willst du wirklich? Also wir haben ja manchmal so oberflächliche Sachen. Ja, ich würde gerne mehr Zeit alleine verbringen oder ich würde gerne mehr unternehmen. Aber was steckt dahinter? Also nicht nur dieses Oberflächliche nehmen, sondern sich wirklich intensiv damit beschäftigen, was steckt denn eigentlich wirklich hinter diesem Wunsch? Was ist denn tiefer vergraben? Was ist denn das eigentliche Problem dabei?
Und wie gesagt, wie du das ganz konkret machen kannst, das erzähle ich dir in meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen. Da melde ich heute gerne noch an. Morgen geht es dann dort los. Wenn du das Video ein bisschen später schauen solltest, ist es nicht so schlimm. Dann schreib mir dann später einfach, wenn du dich bei WhatsApp angemeldet hast, wenn ich dir dort geschrieben habe, dass du dann gerne die Übung davor auch noch haben möchtest, dann schicke ich dir das gerne zu. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure WhatsApp-Anmeldung und wir hören uns dann da. Bis dann. Tschüss.